Ja, guten Tag, ich bin Konstantin Kirsch und beschäftige mich seit deutlich über 20 Jahren mit Permakultur. Der Begriff Permakultur ist die Zusammenfügung von den zwei Worten permanent und Agrikultur. Das heißt dauerhafte Landwirtschaft, mittlerweile aber auch weiterentwickelt zum Thema dauerhafte Kultur, also nicht nur Agriculture, sondern generell permanente Kultur. Und wie wir gerade in dem Vortrag von Michael gehört haben, ist in der derzeitigen Wirtschafts-Geldkultur vieles, was nicht wirklich als nachhaltig bezeichnet werden kann. Und ich danke ihm sehr für seine abschließenden Worte von wegen, wir brauchen eine Vision. Man kann sich viel darüber auslassen, was nicht schön ist, aber die Frage ist, was wollen wir eigentlich? Ich kam zum Thema Permakultur über ein für mich schockierendes Erlebnis in der Politik. Ich war vor 26 Jahren, ist es wohl her, in Wackersdorf und habe dort beobachtet, dass da einerseits viele Menschen vom Volk sind, die da aufstehen und sagen, wir wollen das nicht, und auf der anderen Seite sind die technischen Geräte, die Wasserwerfer und auch die Mitarbeiter der Wasserwerfer und anderen Gerätschaften, die gegen die Vertreter des Volkes kämpfen, während sie selber allerdings vom Volk bezahlt werden. Und ich hatte mal gelernt, man sollte die Hand nicht schlagen, die ernährt, so ungefähr. Und da habe ich ja viele Fragen gemacht und ich habe dort beobachtet, je stärker wir demonstriert hatten, umso stärker wurde die Polizei damals als Gegner empfunden. Und dann habe ich im Sommer 86 entschieden, ich kämpfe nicht mehr gegen das, was ich nicht will, sondern nur noch für das, was ich will. Ich wusste aber nicht, was ich wollte. Und seit der Zeit beschäftige ich mich mit Permakultur. Das habe ich kurz danach gefunden und habe gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und innerhalb des Rahmens der Permakultur bin ich Spezialist für biologische Architektur. Ich bin dort auch bekannt unter dem Fachbegriff Naturbauten. Da werden wir jetzt gleich ein bisschen was noch über meine Sachen so erfahren. Ja, ich bin jetzt hier, um in einer groben halben Stunde das umzureißen, was ich als Vision sehe für die Menschheit als Ganzes. Und da fangen wir mal ganz simpel an. Ich schaue jetzt mal, ob ich die Technik hinkriege. Genau. Es gibt ganz häufig die Debatte, ja, wir sind so viele Menschen auf der Welt und da gibt es dann auch noch wieder die Verschwörungstheorie, die sogenannten, dass manche Interessengruppen sagen, wir müssten weniger Menschen sein, damit es überhaupt funktioniert. Und dieses ungehemmte Wachstum der Menschen in der dritten Welt, in der sogenannten dritten Welt besser gesagt. Ja, die große Frage, wie viel sind wir eigentlich? Wenn man jetzt hier auf dem linken Bild anschaut, passen zwei Menschen ungefähr auf einen Quadratmeter, sie sind noch nicht gequetscht. Wenn man das dann umrechnet, brauchen 7 Milliarden Menschen nur für ihren Körper 3,5 Milliarden Quadratmeter. Das sieht dann etwas dicht aus, nur theoretisch als Gedankenmodell. Und wenn man dann mal überlegt, wie viel sind denn das, 3,5 Milliarden Quadratmeter, dann kommt man auf eine läppisch kleine Fläche von 59 mal 59 Kilometer. Auf unserem Planeten sieht das dann ungefähr so aus. Die gesamte Weltbevölkerung an allen Menschen ist ungefähr dieser Punkt. Wir brauchen aber natürlich etwas mehr Fläche zum Leben, zum Bewegen, klar, zum Essen, für Wasser, für kreative Beschäftigung, für ganz, ganz vieles, für anregendes Geistes, aber wenn man so dicht steht, kann man kein Gedicht formulieren. Aber wir haben derzeit eine ganz andere Situation. Diese derzeitige Situation wird beschrieben unter dem Fachbegriff ökologischer Fußabdruck. Das heißt, wie viel Fläche ist nötig, damit ein Mensch leben kann. Und da gibt es in deutschsprachig die Webseite foodprint-deutschland.de. Ich habe mehrere Webadressen, die ich im Laufe des Vortrags nenne, also wer Papier und Stift hat, ist von Vorteil. Kann man immer wieder was notieren. Bei dieser Webseite foodprint-deutschland kann man den eigenen Fußabdruck ausrechnen, also ganz grob, wie viel Hektar man selber beansprucht. Und da wird es dann ganz verrückt, dass viele sagen in der Stadt, meine Güte, ich habe einen Nachbar links, Nachbar rechts, Nachbar unten, Nachbar über mir. Wieso Hektar? Ich habe vielleicht gerade mal, ich habe ja eine große Wohnung mit 50 Quadratmeter und
Naja, aber es gibt woanders Landwirte. Es gibt dann die Straßen zum Transport, die Kühlhäuser, es gibt bis hin zu den Raffinerien, die nötig sind, um den Treibstoff zu machen für den Transport. Es gibt die Mülldeponien, es gibt alles Mögliche, die nötige Strukturen, die gebaut wurden, damit so ein städtischer Lebensstil so hochverdichtet überhaupt möglich ist. Und wenn man auf dieser Webseite ist, kann man sich das ausrechnen, wie viel Hektar der eigene Fußabdruck denn derzeit umfasst. Da kann man dann zum Beispiel angeben, habe ich ein Auto, wenn ja, wie viele Kilometer fahre ich? Das hat einen Einfluss auf die Berechnung. Und ganz nett ist es noch gemacht, dass dieses Bild sich dann im Lauf des Eingebens verändert. Dann wird die Landschaft nämlich plötzlich umgebaut. Und dann ist da plötzlich dann eine Fabrik in der Landschaft. Es ist nur beschränkt korrekt, dieses Programm, weil zum Beispiel es nicht vorkommt, dass man sich von Wildkräutern ernährt. Als Beispiel. Oder wenn man einen Holzofen hat, dass man das Holz aus dem eigenen Wald erntet, den man selber gepflanzt hat. Also es ist für den sogenannten normalen Konsumenten geeignet. Ja, dann gibt es dieses schöne Bild in den 80er Jahren von Margaret Kennedy gemalt. Margaret Kennedy ist auch sehr bekannt zum Thema zinsfreies Geld. Und sie hat mit ihrem Mann Decker Kennedy vor vielen Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile die Permakultur nach Europa gebracht oder intensiv mitgewirkt, das haben andere auch mitgewirkt. Und sie hat damals zwei Bilder gemalt. Ich zeige jetzt nur das Bild, was sie gemalt hat, um das nicht gute Industriesystem darzustellen. Es werden Monokulturen von Getreide, Gemüse, Obst bis hin Fische, Gewächshäuser, Monokulturen von Arbeiten, Monokulturen von Schlafen, von Monokultur von Erholung, alles Mögliche. Hatte als Ergebnis viel Verkehr. Und jetzt gehen wir mal aufs Thema Fußabdruck. In Deutschland durchschnittlich, und zwar vom Baby bis zum Kreis, 4,5 Hektar. Für jeden einzelnen Menschen. Das ist die Fläche, die derzeit gebraucht wird. Wir haben innerhalb von Deutschland allerdings nur eine sogenannte Biokapazität von 2 Hektar pro Mensch. In anderen Worten, außerhalb Deutschlands werden 2,5 Hektar pro Mensch in Deutschland beansprucht, damit der Lebensstil in Deutschland überhaupt so läuft. Was auch immer da dabei ist. Das sind die Erdölfelder, das sind die Ananasplantagen, alles Mögliche, Bananenplantagen, mit was Deutschland versorgt wird. Gegebenenfalls auf irgendwelche Mülldeponien, wo Müll von Deutschland hingebracht wird. Eine Familie mit 7 Menschen, da meine ich beispielsweise auch die Großeltern, also nicht die ganze große Familie mit allen Onkeln und Tanten, nein, Eltern, Großeltern und Kinder, je nachdem, so ganz grob 7 Menschen, beanspruchen mehr als 31 Hektar Fläche. Das ist die große Frage, was für einen Ausweg haben wir denn da? Wir benutzen derzeit quasi mehr Fläche, als wir in Deutschland haben. Anders formuliert, zwingen wir mit unserem Lebensstil andere Länder dazu, mit weit weniger zurechtzukommen, als sie eigentlich für sich haben können. Gut, also Auswegmöglichkeiten wird derzeit gemacht oder propagiert, eine Energiewende. Photovoltaik, da werden landwirtschaftliche Flächen zugepflastert. Ich finde das ziemlich absurd. Es rechnet sich innerhalb des Krankensystems, so schön haben wir gerade noch gehört in dem Vortrag, dass ethiklose Gier im Einsatz ist. Ich komme mehr aus dem Bereich Natur. Im Bereich Natur gibt es sowas wie Renaturierung, um Natur wiederherzustellen. In dem Bereich der Finanzwelt haben wir Regierungen, die vielleicht mit Hilfe von Goldman Sachs helfen, die Gier wiederherzustellen. Daran kann man vielleicht auch meine Einstellung zu sogenannten Regierungen ablesen. Also ich betrachte Regierungen einfach als Milieurahmenbedingungen meines Ökosystems, aber nicht als etwas, dem ich gehorsam verpflichtet bin. Die Energiewende ist nämlich eine Witznummer, weil wir nicht wirklich Strom brauchen. Die Menschheit kam ja Millionen ohne Strom zurecht. Wir brauchen vielleicht Wärme, aber Strom ist peinlich. Freie Energie finde ich ein ganz heißes Thema, finde ich ganz, ganz kritisch, weil ich derzeit beobachte, die Menschheit macht mit dem, was ich als schon eigentlich freie Energie bezeichne, und zwar finanziell frei,
nicht wirklich so viel Sinnvolles. Wenn man einen Benzinkanister, 5 Liter Benzin, inklusive dem Kauf des Plastikkanisters, ganz grob 10 Euro, betrachtet und den Leistungswert, der in diesen 5 Liter Benzin herausgenommen werden kann durch Maschinen, dann entspricht das ungefähr 250 menschlichen Arbeitsstunden. Wenn man diese Arbeitsstunde ganz grob mit 10 Euro kalkuliert, also relativ niedrig, kommt man auf einen Leistungsenergiewert von einem 5 Liter Benzinkanister von 2500 Euro. Solange diese Benzinmenge noch deutlich weniger kostet, ist Benzin spottbillig. In anderen Worten, wenn wir quasi einen Leistungswert von 2500 Euro für 10 Euro derzeit kaufen können, ist ganz grob gesagt die Energie kostenlos. Und die dann noch einsparen zu wollen, diese läppischen Minimalkosten durch irgendwelche freien Energiemaschinen, und dann nicht zu überlegen, wie werden denn die Energieverbraucher, die Stromverbraucher üblicherweise gemeint, wie werden die hergestellt, wie werden die entsorgt? Also ich kenne keine elektrischen Verbraucher, die ich im Garten ernten könnte. Die wachsen nicht an meinen Bäumen. Ich kann sie nicht kompostieren, die vermehren sich nicht selber, die reproduzieren sich nicht, die reparieren sich gar nichts. Das ist einfach technischer Müll, den kann ich nur kaufen. Spielzeug zum Ablenken von der Schöpfung, okay. Aber nicht wirklich grundsätzlich nötig. Ich benutze sie, weil ich ja interagiere mit der Gesellschaft, mit den Gewohnheiten, aber nicht wirklich ein echter Ausweg, meiner Ansicht nach. Dann gibt es, vielleicht nicht so sehr bekannt, ein Venus-Projekt von einem Visionär, seit Jahrzehnten angeträumt mit noch mehr Technologie. Dann soll die Zukunft so aussehen, dass unsere Häuser automatisch von Robotern gebaut werden, dass wir quasi gar nichts mehr selber machen können. Finde ich ziemlich abwegig im Sinne von Ethik und Moral, wenn wir quasi nur noch Technik haben, die uns versorgt. Dann gibt es jetzt in Afrika die Öko-Atlantic City, eine angeblich umweltfreundliche Stadt, das soll so aussehen. Ist wiederum ein altes Muster, wo außerhalb der Stadt gigantisch viel Fläche nötig ist, um so ein Muster überhaupt herstellen zu können. So, und dann gibt es jetzt noch das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und da sage ich mal ganz frech, das haben wir schon immer. Das nennt sich Sonnenenergie. Und zwar jetzt nicht Photovoltaik, sondern einfach Sonnenstrahlen auf Lebewesen, genannt Pflanzen. Die machen Photosynthese, Photo von Licht, wie Photovoltaik. Photovoltaik heißt Photo, Volt, Volt ist die Spannung. Photosynthese, was die Pflanzen machen, Synthese ist das Herstellen von Strukturen, beispielsweise Zucker, beispielsweise Zellulose, beispielsweise Eiweiß, alles Mögliche aus Pflanzen herstellen. Das machen die als Lebewesen aus dem, was die Sonne uns schenkt. Wenn wir dann die Pflanzen platt machen, asphaltieren, dann haben wir natürlich die Mitspielpartner, die uns unser bedingungsloses Grundeinkommen an Sonnenlicht wandeln könnten, das, was wir essen könnten, weggeschoben und für nicht so brauchbar erklärt. Aber eigentlich haben wir bedingungsloses Grundeinkommen. Und jetzt zu überlegen, in einem absurden, kranken Geldsystem ein Geldgrundeinkommen zu etablieren, finde ich sehr bedenklich, weil es philosophisch noch in die Richtung noch mehr geht, den Glauben und die Bedürftigkeit ans Geld zu stärken. Ich finde das einerseits schön verkauft, ja, dass man dann weniger Angst und Stress hat, aber schwierig. So, jetzt kommen wir doch mal zum Ausweg. Und zwar sage ich ganz simpel, wir bräuchten alle eine bedingungslose Grundausstattung. Und zwar einen Landsitz. Weil dieses bedingungslose Grundeinkommen in Form von Sonnenlicht können wir nur dann für uns nutzbar wandeln, wenn wir da Platz haben, wo die Pflanzen auch wachsen können. Und unser Rezept nennt sich, oh, da ist jetzt die Technik zu schnell gegangen, dass wir diesen ökologischen Fußabdruck von 4,5 Hektar pro einzelnen Menschen reduzieren auf 1 Hektar pro Mensch. Das heißt, eine Familie mit 7 Menschen hat dann statt ungefähr 31 Hektar nur noch 7 Hektar. Das sieht dann ungefähr so aus, das ist jetzt konkret mein Wohnzimmer. 1 Hektar umgestaltet zu einem Permakulturgarten, das war mal vor 20 Jahren ein Rapsacker. Rapsacker. Also, Feld, ja? Können Sie bitte kurz mal anzeigen, was die große Hektar ist? Okay, also das fängt jetzt hier an. Das ist ungefähr 50 Meter oder ein bisschen mehr und dann
Mal schauen, ob ich nicht, dass ich von der Bühne runterfalle. Moment, da hinten hoch. Und so. Ein Hektar sind 100 mal 100 Meter. Ungefähr 1,5 Fußballfelder. In diesem Gelände, meine Spezialität, biologische lebende Häuser, ein Haselnusshaus, ein Haus aus Bäumen, das wächst und dann auf dem Dach noch Früchte trägt. Das ist eine lebende Hauswand aus Esche. Durch das dicke Wachstum werden die Löcher immer kleiner und irgendwann habe ich komplett geschlossene, massive Holzhäuser, die zum Beispiel auch als biologische Spielpartner mein Abwasser reinigen mit ihren Wurzeln. Dann haben wir da auch eine reiche Ernte, haben wir auch diverse Sachen eingemacht. So, und jetzt kommen wir zu einem Siedlungskonzept. 7 Hektar pro Familie. Im Einzelnen empfehlen wir in unserer Vorstellung, dass auf 1 Hektar die Familie lebt, mit viel Selbstversorgung und auch Überschüsse produzieren kann. Dann noch 1 Hektar innerhalb der Siedlung für Wege, Werkstätten, Schule, was man so braucht. 1 Hektar für einen gemeinschaftlichen Wald innerhalb der Siedlung. 1 Hektar für Landwirtschaft, Getreide oder Weidefläche. Außerhalb der Siedlung 1 Hektar Wildnisfläche. Dann durchaus auch möglich über regionale Infrastrukturen, wie auch immer das dann ist. Das kann auch irgendwo ein Internetserver sein, der Platz braucht. Ich finde Internet eine ganz interessante Entwicklung. Also eine überregionale Infrastruktur kann man durchaus nutzen. Und auch, jetzt wird es hier vom Zeilenumbruch nicht so schön dargestellt, macht nichts, Produkte aus anderen Regionen. Beispielsweise esse ich gerne Bananen, also ich habe mittlerweile auch welche angepflanzt. Nordamerikanische Indianerbananen bis minus 40 Grad frostfest, die haben aber noch keine Früchte. Aber es gibt da diverse biologische Möglichkeiten, aber übergangsweise kann man durchaus auch noch Sachen aus anderen Regionen nutzen. In dem Fall jetzt in Gegenwart von 1 Globalhektar. Und dazu ist mir vor wenigen Tagen erst eine sehr interessante Webseite empfohlen worden, lowriseplanet.net. Low Rise heißt niedrig und Rise heißt die Höhe und sie meinen in dem Fall die Höhe der Häuser. Das heißt nicht verdichten über Hochhäuser, sondern niedrige Häuser. Diese Initiative kommt aus Russland, interessanterweise. Und dort haben sich einige Menschen, Planer, Stadtplaner, Siedlungsplaner sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Das hat mich sehr überrascht. Das ist die russische Webseite. Das ist so ein Blick auf eine Siedlung. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Spiralschnecke, aber ein bisschen eckig noch dabei. Und dann gibt es hier oben den Button Englisch und Französisch. Das heißt, die Webseite gibt es auch in Übersetzung, allerdings in Deutsch nicht. Es gibt hier unten eine Möglichkeit, Sprache auszuwählen. Da kann man dann von der Firma Google den automatischen Google-Übersetzer einschalten. Und dann rechnet er den gesamten Text um in ein ziemlich, naja, Deutsch. Also, aber ich verstehe da durchaus ein paar Sachen besser, weil so gut bin ich im Englisch auch nicht. Und die deutsche Seite sieht dann zum Beispiel so aus, die heißt das Low Rise Planeten, die ersten zwei Worte wusste ich nicht zu übersetzen, aber zumindest im Begriff Hauptmenü, die Gefährten. Also die Gefährten ist in dem Fall der Menüpunkt, wo die verschiedenen Projektgruppen genannt sind, die mitwirken. Und, aber kann man schon einiges verstehen. Moment, Klick. Das ist zum Beispiel so eine Idee. Die haben es interessanterweise anders gesagt, nicht 1 Hektar, sondern die haben, das finde ich psychologisch sehr geschickt gemacht, hier ein Haus mit dem Gelände außenrum. Und zwar sagen die pro Mensch ein bisschen mehr als 300 Quadratmeter. Und zusammen mit 7 Menschen in der Familie sind wir dann bei 2500 Quadratmetern. Und dann außenrum einen dicken, fetten Waldstreifen als Pufferzone zum Nachbarn und dann nochmal einen Abstand zur Pufferzone des Nachbarn. Und als Ergebnis kommt man zu 1 Hektar für die Familie. Psychologisch finde ich allerdings das Interessante, dass der Mensch nicht konfrontiert wird, er müsste hier 10.000 Quadratmeter gepflegt halten oder bewirtschaften. Er soll sich um 300 Quadratmeter kümmern können und da sagt man, ach, das geht. Muss ich zwar lernen, aber okay. Und es muss das aber im Prinzip ähnlich mit dem 1 Hektar. Das funktioniert dann schon auch. Und die Häuser relativ klein. Und ja, dann ist noch eine ganz nette Sache, wegen 7 Menschen in der Familie. Im Russischen heißt die Zahl 7, soweit ich es
Russisch korrekt aussprechen kann, Sem. Und das Wort Ich heißt Ja. Und das Wort für Familie heißt Semja. Das heißt, das russische Wort für Familie heißt in der Bedeutung, wenn man das aufteilt, sieben Ichs. Also sieben Menschen, sieben Personen. Und deswegen empfehlen die auch zu sagen, eine Familie versteht man als eine Gruppe von sieben Menschen. So kann also eine Siedlung in der Mitte aussehen. Und dann gibt es auf der englischen Seite einen Film, der auch im Englischen vertont ist. Ein paar Freunde von mir haben jetzt den Text schon ins Deutsche übersetzt und wir sind gerade dabei, den Kontakt aufzubauen, um denen das rüberzuschicken, dass sie deutsche Untertitel einbauen. Ich weiß nicht, ob sie dafür offen sind, ich fände es recht schön. Da ist sehr, sehr viel noch schon Schönes drin beschrieben. So, jetzt gibt es einen ganz anderen Bereich. Wenn so eine Siedlung gebaut wird, ist noch die Frage, gibt es überhaupt Menschen, die dafür tauglich sind, darin zu leben? Und ich nenne es die Frage, wo ist meine Quelle der Kraft? Wo sehne ich mich, dass ich hingehe, um mich stark zu fühlen? Wo ist quasi, ganz salopp gesagt, meine Tankstelle, meine spirituelle, geistige Tankstelle? Ganz simpel, wenn es die Kirche ist, dann baut sich um die Kirche herum ein Dorf, weil man da zu Fuß hingehen kann, wenn man da regelmäßig hingehen will, zu seiner Tankstelle. Wenn man sagt, die Quelle der Kraft liegt in Geld, Macht und Technik, dann ist die passende Siedlungsform die Stadt. Und das ist ganz simpel, wenn man diese inneren geistigen Muster trägt als Mensch und wenn alle Menschen in einer Siedlung das so tragen, dann würde auch so eine jetzt in Russland geplante Siedlung sich Stück für Stück umbauen. Und deswegen ist es wichtig, auch das innere Muster zu bedenken. Ist nämlich die Quelle der Kraft, wo man hingeht, wenn man auftanken will, in der Natur, dann bildet sich auch eine andere Siedlungsform. Deswegen habe ich jetzt hier ein paar Naturbilder mal einfließen lassen. Das heißt, wenn die Natur die Quelle der Kraft ist, dann ist die passende Siedlung das, was wir als Waldgartendorf bezeichnen. So, und jetzt geht es in die Richtung, was kann man tun? Ich kriege häufig die Sprüche, ja, du hast einen schönen Garten, du kannst auf der Natur leben. Ja gut, aber ich habe auch 20 Jahre geschuftet, um jetzt irgendwo mal ein Kräutchen zu essen und dann da noch eine Walkwalken und da noch was weiß ich was, was mir entgegenwächst. Ich erlebe, dass es in die Richtung geht, dass die Natur mich versorgen will. Und ich beobachte gleichzeitig meine Gewohnheiten, dass ich noch gerne auch einkaufen gehe. Das wandelt sich aber, das braucht Zeit. Ja, ich sag mal so, wir sind mit der gesamten großen Krisenentwicklung oder der Chancenentwicklung weltweit ganz schön weit fortgeschritten. Und ich habe sehr, sehr viel Erfahrung, was man wirklich braucht und was ich mal gedacht habe, was man braucht und ich doch relativ selten gebraucht habe. Und so mag ich hier einfach ein paar Empfehlungen geben. Ganz simpel, Ernährung ändern. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Nicht nur zum Thema Flächenbedarf, auch Gesundheit, auch Bezug. Da kann man zum Beispiel sagen, anstatt Getreide zu Brot zu vermahlen, kann man das Getreide auch sprossen lassen, hat viel mehr Vitalstoffe. Man kann Weizengras auspressen zu Weizengrassaft. Sehr, sehr gesund. Man kann aber in die Natur gehen, zur Quelle der Kraft quasi. Man kann auch bei uns Praktikum machen. Auch bei anderen Projekten kann man Praktikum machen. Und dann haben wir jetzt auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Zum Beispiel habe ich auch gemerkt, in der Wildnis ist Fettsäureversorgung etwas schwierig. Vor einigen Jahren habe ich mit meiner damaligen Partnerin eine Ölmühle aufgebaut, um Speisefette herstellen zu können und anbieten zu können. Davon haben wir heute mitgebracht solche Kokospresslinge. Das ist quasi, was entsteht, wenn wir Kokosfett herstellen. Das sind trockene Stangen. Und diesen extrem kräftiger Notfall-Essensvorrat, da reicht ein Zentimeter abzubrechen und aufzuquellen und man ist für Stunden satt. Also mit so einem Beutel kann man, wenn man noch Wasser dazu hat, locker eine Woche durchkommen. Und ist nach meiner Einschätzung jahrelang haltbar. Wir sagen zwar nur ein Jahr, aber das ist wirklich richtig gut. Und zwar Gold und Silber und was auch immer, was es alles für Sicherheitsmöglichkeiten gibt im Angebot, ist nett. Wenn man aber nichts zu essen hat, wird es irgendwann ziemlich stressig im Bauch. Und wenn man eine Wanderung machen will und hat dann wirklich in der Hosentasche zwei solche kleinen Riegel, dann hat man echt mal für eine Strecke gesorgt, bis man wieder was gefunden hat.
Allerdings die Wasserflasche ist noch hilfreich dabei zu haben. Dann ist es geschickt, wenn man sagt, okay, man will aufs Land raus, dass man Modellbau macht, dass man seine Vorstellung anfängt zu reifen zu lassen, auch physisch, dass man es baut und bastelt. Hier ist ein Foto von einem Modellbau einer Siedlungsinitiative mit dem Namen Beta Elysia. Da kann man gegebenenfalls auch mal anfragen, ob man ein Praktikum machen kann. Die sitzen im Harz, im Ostharz, planen hier eine große Siedlung zu machen, mit jeweils einem Hektar pro Familie. Dann gibt es das Thema Geld selber machen. Ich habe, ja, man hat gehört, ich bin Imker, habe ab und zu mit Bienen und mit Bienenschwärmen zu ringen und habe meine Freude dabei. Ich habe mal die Bienen beobachtet und gemerkt, Mensch, das ist ein Volk mit Zehntausenden Einheiten und die haben kein Geld. Und die kriegen sich ziemlich gut organisiert, haben Arbeitsteilung, haben alles Mögliche. Und dann durfte ich direkt danach das Geldkonzept Minuto träumen, wie jeder die Möglichkeit hat, Geld selber zu machen. Lizenz zum Gelddruck kann man sagen, das sind dann solche Scheine, das ist jetzt ein Minuto, ich halte es hier mal ins Licht. Und die gibt es aber auch in höheren Stückzahlen bis 120 Minutos, ich weiß gerade gar nicht, ob ich so einen großen dabei habe. Ach, einen 60er habe ich gerade dabei, das sind 60 Minutos. Das sind Gutscheine, die man selber ausstellt, auf Minuten von qualitativer Leistung. Und ganz nett ist im Vergleich, wenn man übliche Geldscheine anschaut, sind sie eigentlich immer querformatig. Egal, ob es Dollar ist oder Euro. Und der Minuto ist aufrecht. Der ist nämlich für aufrechte Menschen. Und Filme und Anleitungen ist alles auf der Webseite zu finden. Es gibt hier auch, habe mich sehr gefreut, eine Frau, die sehr aktiv ist im Minuto. Wir haben schon fernkommunikativ viel Kontakt gehabt und jetzt treffen wir uns hier ganz wunderbar. Es gibt es schon in mehreren Ländern aktiv, mittlerweile sehr aktiv auch in der Schweiz. Es ist jetzt schon sogar nach Genf gewandert, gibt es schon erste Gespräche, dass die UNO Interesse hat, das allen Ländern der Welt mal vorzustellen. Also da läuft im Hintergrund gerade ganz, ganz viel. Weil es im Prinzip heißt, dass jeder selbst ermächtigt ist. Es ist auch eine spirituelle Komponente dabei. Wir haben im alten Glaubenssystem quasi einen Gott getrennt von den Menschen und der hat die Schöpfung gemacht. Ich mache es gerade sehr einfach. Und dann gibt es jetzt die eine Zentralbank, die das Geld schöpft. Da gibt es viele Wortähnlichkeiten im Geldwesen und im Glaubenssystem, weil das Geldsystem ist ja auch ein Glaubenssystem. Und wir sind in der spirituellen Entwicklung jetzt so, dass viele Menschen erkennen, ja, die selber sind auch Mitgestalter, Mitschöpfer. Wir sind, da gibt es viele Worte, holographische Splitter des großen Ganzen. Wir sind selbst auch Gott und Göttin. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Worte, da will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Aber dieser spirituelle Wandel, dass nicht nur dort ein Gott ist und wir sind irgendwie die Deppen, sondern wir sind alle Mitschöpfer, reflektiert dann auch in der Wandlung des Geldsystems, dass wir nicht mehr die eine Zentralbank brauchen, sondern jeder selber Geld herstellen kann. Das braucht Zeit, das braucht Vertrauen. Auch das bisherige Geldsystem ist nicht innerhalb von einem Tag entstanden. Das braucht auch im Minuto einige Zeit des Wachstums, bis es dann richtig im großen Stil laufen kann. Aber grundsätzlich ist es möglich. Sogar ein Notar hat das Ganze geprüft und hat es für alles legal erklärt, welche Paragraphen gelten. Am Ende hat er sogar für die Dienstleistung seiner Notartätigkeit die Euros zurückgewiesen und die selbstgemachten Minutos angenommen. Also fand ich super. So, und dann das wichtigste Werkzeug der Menschheit sind Sensen. Habe ich jetzt in meinen über 20 Jahren Erfahrung gemerkt, weil wenn wir keine Sensen haben, ist nichts an Tierhaltung möglich. Das heißt, kein Pferde, das heißt kein Transport, wenn wir die Technik mal außen vor lassen, die vielleicht irgendwann mal nicht mehr funktioniert, keine Milchprodukte, so viel Gras von Hand zu rupfen, um ein Tier zu versorgen, kann man klicken, geht nicht. Und es gibt diverse Spezialisten, zum Beispiel Masanobu Fukuoka in Japan, einer der philosophischen Begründer der Permakulturbewegung, der hat alle möglichen Sachen weglassen können, in seinem Landbau immer überlegt, welche Handlung mache ich nicht. Aber auf die Sense konnte er nicht verzichten. Und es gibt derzeit meines Wissens nach nur noch eine richtig gute Schmiede in Österreich, die gute Sensenblätter herstellt. Fast alles andere, was auf dem Markt ist, ist, ich sag mal, chinesisches Billigblech aus der Prägepresse. Das ist nicht mehr handgeschmiedet mit um die 50 Arbeitsgänge. Vom Wert einer so einer Klinge, noch nicht mal der Holzbaum, muss man überlegen,
dass eine Klinge früher ungefähr so viel gekostet hat, dass ein Landarbeiter ein halbes Jahr dafür arbeiten musste, um sich eine Klinge leisten zu können, die er sein ganzes Leben lang hatte. Derzeit kostet eine Klinge ungefähr 50 Euro. Das ist relativ billig. Und die halten aber ein Leben lang, weil sie ein richtig gutes Material sind. Es gibt auf dieser Webseite auch eine Seminare, jetzt 25. Juli ist im Harz ein Seminar. Und dann gibt es eine Buchserie, die habe ich auch dabei. Und ich empfinde sie als die wichtigsten Bücher, die es derzeit gibt, weil sie das innere Denken der inneren Bilder grundlegend wandeln. Diese 10 Bücher, kurz zu erklären, fällt mir manchmal schwierig. Ich lese lieber vor, was bei den ersten 2 Bänden hinten drauf steht. Anastasia ist die Botschafterin eines uralten Volkes, dessen Nachkommen auch heute noch vereinzelt in der Taiga leben. Von der Zivilisation unbeeinflusst und immer noch im Besitz paranormaler Kräfte, die der moderne Mensch weitgehend verloren hat. Kurz nach der Öffnung Russlands war die Zeit anscheinend reif, dass die Welt von der Existenz dieser Menschen erfahren sollte. So ließ es die junge Einsiedlerin Anastasia im Jahr 1994 zu, dass ein in Anführungszeichen Zivilisierter, der Geschäftsmann Wladimir Mekro aus Novosibirsk, mit ihr in Kontakt kam und für 3 Tage Zeuge ihres Lebens auf einer entlegenen Taiga-Lichtung wurde. Diese Begegnung sollte Wladimir Mekros Leben grundsätzlich verändern. Anastasias Person und Lebensstil provozieren Fragen zu weltbewegenden Themen wie die Herkunft des Menschen, Gesundheit, kosmische Heilkraft, richtige Ernährung, göttliche Naturverbundenheit, die Ursache von Krankheit, Hintergründe der Weltpolitik und die Zukunft der Menschheit. Seit dem ersten Erscheinen von Band 1 in Russland 1996 hat sich dort Unglaubliches getan. Anastasias Botschaft berührte die Herzen von Millionen von Menschen und die überwältigende Resonanz löste eine revolutionäre Dynamik aus, die mittlerweile weit über den russischen Sprachraum hinausgeht. In Russland ist schon in Vorbereitung oder schon durch, ich genau weiß es nicht, ein Gesetz, jeder, der so leben will, kriegt 1 Hektar vom Staat geschenkt. Die sind richtig weit. Und Band 2 mag ich noch vorlesen. In Band 2 der erfolgreichen Anastasia-Reihe erzählt der Autor, wie sich nach seinem Treffen mit Anastasia sein Leben auf dramatische Weise wandelte und wie es auf Umwegen dazu kam, dass er mit dem Schreiben begann, weil er war Geschäftsmann und kein Buchautor. Die Kette von Ereignissen, die daraufhin ausgelöst wurde, zeigt den überwältigenden mystischen Einfluss der Taiga-Eremitin und welche Kraft im Traum des Menschen liegt. Vor allem dann, wenn er von vielen gemeinsam geträumt wird. Anastasia betont die Wichtigkeit der reinen Gedanken für die spirituelle Entwicklung des Menschen. Die Beziehung zur Umwelt und insbesondere zu den Pflanzen spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Denn Pflanzen können den Menschen helfen, eine Atmosphäre der Liebe zu erschaffen. Weitere Themen sind das Geheimnis der Heilkräfte des Zedernöls sowie die Bedeutung der Dolmen als kosmische Speicher der Wahrheit. Außerdem erzählt Anastasias Großvater aus dem Leben seiner Enkelin, die bereits als kleines Kind hochbegabt war und außergewöhnliche Begegnungen hatte. Desoweit ganz grob, habe ich einiges auch dabei zu zeigen. Und dann ist das noch meine Webseite, wo ich verschiedene Sachen habe. Da habe ich auch den Text dieser Broschüre. Hier habe ich unsere Broschüre zum Thema Waldgartendorf als Siedlungsvision, mit der gesamten Leitbildänderung, diverse kritische Gedanken zum derzeitigen Denken und diverse Zitate aus den Büchern und ein paar Gedanken, wie denn ein neues Leitbild sich entwickeln kann. Und was ich auch noch mitgebracht habe, ist ein Buch, was ich selber geschrieben habe, das heißt Naturbauten. Das ist jetzt ein spezielles Fachbuch über das Anpflanzen und Pflegen von lebenden Häusern. Ja, damit bin ich mit meinem Vortrag durch und ich hoffe, ein bisschen des Hauches der Vision ist angekommen.